Schulen und Hochschulen als Orte, an denen das Lehren und Lernen zueinander finden, ein großes Thema auf der Didakta in Hannover. Wie bleiben Schulkinder und Studierende leidenschaftliche Lerner und Entdecker? Welche sinnvollen Instrumente stehen Lehrenden in Zeiten fortschreitender Digitalisierung zur Verfügung? Um das Unterrichten und das Miteinander an Schule und Hochschule geht es in Halle 12. Hier präsentiert sich auch das niedersächsische Kultusministerium. Was wir uns erhoffen ist, dass andere Schulen, andere Lehrkräfte, Schulleitungen hier auch herkommen, um sich zu informieren, ein bisschen Best Practice auch vielleicht mitnehmen können. Denn man muss ja das Rad bei guter Pädagogik auch nicht mal neu erfinden. Außerschulische Lernorte werden immer wichtiger, denn hier können Schüler und Schülerinnen experimentieren, anfassen, hautnah entdecken und Erfahrungen machen, die in ihrem Alltag und im Klassenzimmer meist nicht möglich sind. Nicht zuletzt sorgt ein Lernortbesuch für Bewegung und fördert das soziale Miteinander. Die Autostadt zeigt sich auf der Didakta als innovativer Lernort rund um das Thema Mobilität. Wir haben so verschiedene Regeln, die die Schule hat, außer Kraft gesetzt. Wir arbeiten nicht im 45-Minuten-Takt, wir geben keine Noten, sondern wir geben die Möglichkeit auszuprobieren, kritisch zu sein, zu hinterfragen und eigene Konzepte und Modelle zu entwickeln. Unsere Workshops sind in der Regel so angelegt, dass ich mich auch präsentieren muss gegenüber meinen Klassenkameraden, dass ich eine Position entwickeln muss, die ich vielleicht auch mal verteidigen muss. Und ich glaube, da nimmt man eine ganze Menge mit, weil man sich einfach selber ein Bild macht und selber eine Position erarbeitet. Neue Medien werden im Unterricht immer wichtiger und ergänzen das Schulbuch. Das Schulbuch bleibt digital oder analog didaktisch wertvoll. Das Georg-Eckert-Institut in Braunschweig betreibt internationale Schulbuchforschung und zeichnet in jedem Jahr die Entwicklung und Umsetzung innovativer Schulbuchkonzepte aus. Ein Schulbuch sollte aktuell sein, das sollte gut didaktisch aufbearbeitet sein. Und ein dritter Punkt, und das ist ganz wichtig, Schulbücher sollten lebensnah sein. Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen, Migration, Religion, Gewalt, Kriege. All dieses beeinflusst unser Leben und Schulbücher sollten diese Diversifizierung, die unsere Gesellschaft durchmacht, auch widerspiegeln. Die Didakta zeigt Neuheiten und Trends, neue Lösungsansätze und Lernmaterialien, Konzepte und Unterrichtsmodelle. Damit sind Schulen und Hochschulen neuen Herausforderungen garantiert gewachsen.